Hallo, grüße ich. Heute schauen wir uns ganz kurz mal an eine von den deutschen Aktien, Allianz. Also ein relatives Schwergewicht im DAX-Index und ja, mit Dividende und alles schön und gut. Und wenn wir uns jetzt immer einen Jahreschart anschauen, dann sieht das Ganze natürlich nicht sehr, sehr attraktiv aus. Aber ich schaue mir immer ganz gerne mal den 3- bzw. sogar den 5-Jahres-Chart an. Zumindest ist es irgendwie aussagekräftiger, denn was die letzten 12 Monate passiert ist, seit dem Absturz Ende 2018 und dann eben diese Rallye, und ist vielleicht jetzt nicht die beste Basis, um irgendwelche mittelfristigen Entscheidungen zu treffen, inklusive dem Crash, der jetzt letzte Woche passiert ist. Und ja, wir kommen jetzt auf die Allianz, weil ich natürlich auch diverse, ja, sozusagen Altmeister halt verfolge, auch im Internet natürlich, um ständig dazu zu lernen, um immer wieder auch sozusagen Informationen einzusammeln und diese dann zu verdauen. Nur manchmal bin ich mir einfach nicht mehr so ganz sicher, weil auch die unterschiedlichen, also unterschiedliche, ja, sagen wir mal Altmeister, ja, also es sind sozusagen teilweise Personen, die halt irgendwie ja, 40 Jahre mit Aktien zu tun hatten oder mit Börse und so weiter. Das geht jetzt bei mir irgendwie schlecht, oder bei dir wahrscheinlich auch, weil da hätten wir quasi von als Einjährige anfangen müssen. Oder da waren wir teilweise noch gar nicht auf der Welt. Von daher haben natürlich immer ältere Personen natürlich immer einen Vorsprung. Man muss aber auch gleichzeitig, also dieser Fakt ist auf jeden Fall gegeben, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer betrachten, dass sich die Welt unheimlich stark gewandelt hat. Ja. Ja, also es sind so zwei Paar Stiefel, die man da, also zwei Seiten hat das Ganze. Ja. Also, weil ich habe ja auch Aktien schon gekauft und verkauft in den 90er Jahren, ja, aber das hat halt mit dem, was heute so stattfindet, eigentlich nur noch relativ wenig zu tun. Also, ja, die Art und Weise, wie man es macht, die Art und Weise, wie die Märkte so ein bisschen funktionieren und all das, also, tja. Okay, es gibt ja keine Zinsen mehr, ja, also wer in den 90er Jahren zum Beispiel schon unterwegs war, der weiß ja ganz genau, was es da für schöne Zinsen gab. Ja. Okay, also auf jeden Fall, wir schauen uns jetzt mal kurz an. Also es gibt ja einige, was ich auch ganz lustig fand, zum Beispiel einen von diesen Kanälen, die ich mir angeschaut hatte letztes Jahr, letzte Woche Freitag, wo einfach gesagt wurde, naja, das sind jetzt Kaufkurse, zum Beispiel bei der Allianz. Und dann am Montag ist die Allianz, glaube ich, nochmal um 8% gefallen. Ne? Also es gibt auch Leute, die seit 50 Jahren auf der Börse sind und auch falsch liegen können. Deswegen sage ich ja, kurzfristige Sachen sind meistens ja auch nichts groß anderes, als wie ins Casino zu gehen. Ja? Also das ist zum Beispiel jetzt mal wieder ein Beweis dafür. Ich nenne ja nie irgendwelchen Namen, aber ihr könnt ja selber mal rumschauen und dann könnt ihr ja meinetwegen einen Vergleiche ziehen und so weiter, weil ich es einfach nicht fair finde, halt Namen zu nennen, also konkret, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und weil wir alle halt unser Bestes immer versuchen und geben und natürlich sehr, sehr kontroverse Meinungen auch herrschen zwischen den ganzen Börsengurus teilweise. Ja. Und allein daran sieht man schon, dass es diese einzelne Wahrheit oder dieses, ja, einer hat irgendwie Recht und alle anderen nicht oder so, das gibt es einfach alles gar nicht. Ja. Das ist einfach ein sehr komplexes Thema insgesamt. Und deswegen erkennt man auch immer relativ schnell jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat, an seinen Fragestellungen. Das ist meiner Meinung, immer, das ist so meine Meinung dazu. Also wenn man halt in den Facebook-Gruppen sieht, ab und zu kommt es auch bei mir in den Kommentaren vor, wo halt jemand konkret fragt, soll ich jetzt XY-Aktie kaufen? Soll ich jetzt das und das kaufen? Soll ich jetzt das und das verkaufen? Und so weiter. Immer so absolute, sozusagen, nimm mir doch bitte die Entscheidung ab. Ja.
wenn man etwas erfahrener ist, dann hat man verstanden, dass es immer besser fährt, wenn man die Entscheidungen letztendlich selber trifft, also sich Informationen einholt und die Entscheidungen selber trifft, weil man dann zum Ersten die Verantwortung übernimmt über seine Entscheidungen, also letztendlich dann auch rein psychologisch besser fährt, weil nur wenn man die Verantwortung übernimmt, kann man auch Dinge ändern. Ja, wenn man natürlich immer nur sich Informationen von anderen holt und dann sozusagen andere Leute versucht, also mit dem Prinzip dahinter, dass andere die Entscheidungen für mich abnehmen, ob ich jetzt kaufen oder verkaufen soll, dann kann ich natürlich auch die immer beschuldigen. Ja, aber das bringt mich eben selber nicht weiter, weil ich dann einfach nicht an mir selber arbeite, mich selber nicht weiterentwickle. Also gut, das ist so ein bisschen psychologischer Kram bei nebenan. Also ich wollte jetzt eigentlich hier auf die, jetzt kriege ich natürlich ein super schlechtes Ranking auf YouTube, weil ich natürlich jetzt die ganze Zeit nicht von Allianz gesprochen habe. Jetzt habe ich wieder abgeschweift. Also hier, wir sind jetzt hier, also auf jeden Fall ist natürlich hier schon eine interessante Zone. Ja, das weiß ja wirklich jedes Kind, sieht es hier eben. Auf der 100, wo sind wir denn jetzt momentan? Wir waren ja schon auf 171 unten. Aber was ich halt momentan, ich hatte ja so ein Video gemacht, ich war irgendwann Samstag oder wann das war, am Wochenende, also noch vor dem Ölschock war das, ja, oder am Freitag sogar, ja, wo ich das so ein bisschen beschrieben hatte mit diesen Erdbeben, ja, also so ein Börsencrash oder so eine Börsenkrise oder sowas kommt ja immer in so Phasen. Ich habe auch ein interessantes Video gestern kurz gesehen von Tradermacher, wo er so, ich glaube, das war bei ihm, so ein paar Grafiken vergleicht und diesen kerzengeraden Abstieg, selbst bei der Finanzkrise, selbst bei der Dotcom-Blase und so weiter, bei all diesen Crashes, das nicht in so einem kerzenlinienförmigen, also quasi so ein erdrutschartigen Abstieg von 30% damals gab, sondern das war auch immer wieder in so in Etappen und das hat eben dieses Mal gar nicht stattgefunden, also diese Erholung und ja, also wo letztendlich die meisten auch irgendwie erstmal erwartet haben, dass der DAX erstmal wieder ein bisschen Stück zurückläuft und dann vielleicht kommt das nächste Beben, ja, also so erdbebenmäßig, immer so in so Wellen, ja, da gab es nicht recht viel, ja, also da hatten es ging eigentlich nur steil bergab, ja, bis jetzt. Und der einzigste Graph, der hier eben vergleichbar war, war von 1929, also von diesem Supercrash, halt, also von dieser Weltwirtschaftskrise und so weiter. Das ist natürlich nichts, was jetzt einen weniger beunruhigen sollte. Ja, okay, also wir können jetzt nochmal, um uns ein bisschen, sagen wir mal, um überhaupt vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte hier uns rauszuarbeiten, würde ich einfach grundsätzlich immer raten, längerfristig zu gehen. Ja? Also desto turbulenter, desto volatiler die Zeiten, desto längerfristig. Ja? Es gibt Leute, die sagen, hey, desto volatiler, desto, ja, jetzt fange ich erst recht an, mir irgendwelche Trading-Setups zu holen, ja? Herauszuarbeiten, weil auf diese Volatilität habe ich doch die ganze Zeit gehofft, ja. Ja, das ist natürlich eine Strategie oder eine Möglichkeit, aber da würde ich halt sagen, okay, da spielst du natürlich mit dem Feuer. Ja. Eine viel, viel sicherere Variante, wenn du natürlich auch noch irgendwie besser schlafen willst oder sowas, dann desto volatiler ja, gerade die Zeiten sind oder desto crashier, desto länger hole ich mir die Zeitfenster, auf deren Basis ich mir meine Entscheidungen fälle. Ja. Und wenn ich hier mir schaue, bei 5 Jahre, dann sehe ich halt hier zum Beispiel, dass die natürlich auch sehr, sehr gut entwickelt hat, ja, hier diese Aktie und hier in der Tat natürlich hier bei 100, was war das damals, 160, hier so ein Hoch, ja, 100, wieder 160. Also dass man hier so nochmal so theoretisch nochmal eine Zone hätte, ja, wo das Ding, wenn es noch weitere Schockwellen geben sollte, runterfällt, ne? Also zwischen 125 und 165. Und sind wir dann erstmal in dieser Zone angelangt, die ja doch auch wieder hier vom ja, 23.15 über ein Jahr hinweg bis gedauert hat, bis es dann verlassen wurde nach oben. Ähnlich wie hier von 17 bis
bis 19, waren es sogar 2 Jahre. Ja, es ist dann häufig so, dass man eben wieder länger braucht, bis sich das Ganze dann wieder zum ursprünglichen Allzeithoch erholt. Viele sagen auch einfach, es gibt jetzt auch keine Frage mehr, kommt eine Rezession oder nicht. Einige sagen, die kommt auf keinen Fall. Also jetzt wieder teilweise die Meinungen, und man müsste ja eigentlich davon sprechen, dass das keine Meinungen sind, sondern Analysen, ja, weil das sind ja teilweise Leute, die haben siebenstellige Gehälter, ja, für das, was sie da tun, und dann auch im Internet reinstellen ihre Meinungen. Und ich rede jetzt von unterschiedlichsten Leuten, ja, also nicht nur von zwei, drei. Ich schaue mir da teilweise oder lese mir Berichte durch von 10, 20, 30 verschiedenen Meinungen, ja. Nicht, dass sich jetzt irgendeiner indirekt irgendwie angesprochen fühlt, den ich jetzt hier gar nicht meine. Manche sagen, naja, die Rezession ist jetzt, das ist jetzt überhaupt gar keine Frage mehr, die Rezession kommt. Oder wir sind schon in einer Rezession, ja. Besonders in Europa, Deutschland. Und andere sagen wieder, ah, die kommt auf keinen Fall, das gibt es gar nicht, das darf gar nicht passieren, das wird nicht erlaubt sein und das wird man zu verhindern wissen. Und also kontroverser geht es gar nicht mehr. Ja. Also ich meine, die ganzen News, Medien und so weiter, die haben natürlich guten Zulauf, aber du als Anleger weißt ja unterm Strich, wirst du letztendlich gar nicht mehr, auf wen du hören sollst. Deswegen nochmal, hol dir für unterschiedliche Meinungen, aber bilde dann irgendwie deine eigene Meinung, auch wenn es noch so schwierig ist. Es hilft nichts. Wenn du jetzt dich auf irgendjemanden festlegst, auf irgendeinen Kanal, irgendeinen Guru, ja, und machst das, was der einfach sagt, oder übernimmst einfach den seine Meinung, weil es einfach bequemer ist und der liegt falsch, dann kannst du den halt quasi irgendwie dann nicht mehr mögen, ja. Halt auf dem super sauer sein, aber das ändert gar nichts, ja. Wenn du aber dann irgendwie deine eigene Entscheidung fällst, dann kannst du letztendlich nur auf dich sauer sein, oder an dir selber weiterarbeiten, und bringt dich letztendlich viel weiter. Ja, also ich erzähle es einfach nur alles so groß und breit, weil ich habe auch schon viele Sachen gemacht und teilweise für die Million-Dollar-Challenge ja, mal 1000 Euro investiert. Das ist schon wieder 5 Jahre her oder so, wo man mit 30.000 Dollar angefangen hat, Futures zu traden in Weizen und S&P. Ja, also viele von euch wissen jetzt schon, wen ich meine. Was für ein Blödsinn. Ja, habe ich 1000 Dollar bezahlt, 1000 Euro. Also, wo man mit 30.000 auf 1 Million hochtreten will, das war das Ziel. Ja, egal wie lange es dauert. Mit Futures, also, das sind einfach, ja, das ist das Gleiche, wenn ich sagen würde, ich suche mir irgendwie ein tolles Spiel aus, ja, im Casino, und gehe mit 30.000 rein und versuche das auf 1 Million hochzuspielen. Also, das ist halt, im Daytrading war das auch noch, ja. Ja, gut, ich habe schon für schlimmeres Geld vergeudet, aber ich weiß gar nicht, wo der jetzt momentan steht. Million-Dollar-Challenge kannst du dir mal ja googeln, und dann findest du den auch. Vielleicht sind sie schon auf 100.000 oben oder was weiß ich. Oder es kann auch sein, dass von den 30.000 gar nichts mehr übrig ist, würde mich auch nicht wundern. Ja. Auf jeden Fall, ich hatte das dann ein Jahr lang verfolgt, und ist einfach nichts draus geworden. Also immer nur hin und her, hin und her, hin und her. Am Ende des Jahres hast du einfach ein paar Gebühren gezahlt und ja, nichts dabei gewonnen. Also es gibt vielleicht sinnvollere Tätigkeiten. Ich will überhaupt Futures, würde ich überhaupt nur den ganzen Profis überlassen. Oder wenn du das halt zu Hause für dich machen willst, es gibt ja auch ein paar, die machen das auch erfolgreich und so weiter, aber die haben alle. Also eine Million auf dem Konto, ja, also mindestens, ja, oder eine halbe Million, weil was willst du Futures traden, wenn du keine halbe Million Euro auf dem Konto hast? Das ist einfach genauso, wenn du sagst, ja, ich fahre jetzt Formel 1 Rennen mit, ja, ich habe aber nur ein Fiat zu Hause stehen, ja, ein Fiat Cinquecento. Ja, was hast du auf einer Formel 1 Strecke nichts verloren, weil du, was einfach unverhältnismäßig ist, ja. Im Formel 1 würde mir jetzt jeder zu beipflichten, ja, ist sehr offensichtlich. Ja. Im Futures Trading gehen Leute her und sagen, ich habe 20, 30, 10.000 Euro teilweise. Es gibt ja so eine Weltmeisterschaft,
Ich glaube, die traden auch Futures. Da kann man mit 10.000 Euro einsteigen. Ja, super. Da habe ich dann genau einen Trade. Ja. Und dann entweder es klappt oder es klappt nicht, weil die Kohle ist weg oder wie. Also unfassbar. Ja. Ja, das sind ja auch so erzieht man halt Leute sozusagen. Na, egal, okay. Also, ich würde mal sagen, mit der Allianz, ja, ich denke mal, ist schon eine interessante Aktie und alles. Das sind natürlich sehr mächtige Firmen, ja. Also, ich habe mal jemanden, einen Direktor kennengelernt von der Allianz, das ist schon sehr lange her, ein Italiener. Und der, also, dem seine Aufgabe, das war echt lustig, der musste immer so vor Ort irgendwelche Verhandlungen machen. In Moskau und was der mir für Storys erzählt hat, also Versicherungen, naja. Ist vielleicht, kommt, also Versicherungen kommen schon sehr nahe an, sagen wir mal, ja. Vielleicht sogar noch eine Stufe drüber, was Banken betrifft. Ja, also was Banken teilweise so machen und man nennt es dann, das ist ein sehr hartes Geschäft. Ja? Also wenn jetzt eine Goldman Sachs zum Beispiel Sachen an und Landesbanken verkauft und gleichzeitig darauf wetten, dass die Dinge, die sie jetzt gerade in den Landesbanken angedreht haben, dann im Kurs fallen. Ja? Also doppelt Gewinn machen. Ja? Dann nennt man das, ja, Investmentbanking ist ein hartes Geschäft. Ja? Man könnte auch andere Wörter dafür benutzen. Ja. Man könnte auch sagen, das sind halt FGs. Ja, also. Ja, es ist einfach kriminell und fertig. Ja, also, naja, gut. Okay, alles klar. Also hier der Graphen, alles. Also man kann natürlich in solche Firmen auch investieren, die wird es in der Regel nie so ist, sind natürlich absolut systemrelevante Firmen, ja. Also pleite gehen dürfen die ja nicht. Von daher, Dividende gibt es auch und ja, passt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.